Der allgemeine Überblick wirklich nochmal über die Studienangebote hier am Standort Ludwigshafen. Wirklich mal von links nach rechts. Auf der linken Seite haben wir zwei unsere beiden international ausgerichteten Studiengänge. Das ist International Business Administration. Und das Ganze gibt es eben nochmal in Kombination mit IT, also International Business Administration und Information Technology, zu Deutsch internationale Wirtschaftsinformatik. Das Ganze grenzen wir ab zur klassischen Wirtschaftsinformatik, also nicht international ausgerichtet. Und für diejenigen, die wirklich auch so ganz hartes Programmieren auf Code schreiben, auf Anwendungsentwicklung stehen, da gibt es dann die angewandte Informatik nochmal zur Abgrenzung. Das sind also die vier Studiengänge, die wir anbieten. Alle Studiengänge dauern 3 Jahre, starten jeweils zum 1.8. eines jeden Jahres. Und da es allesamt Intensivstudiengänge sind, sind wir mit 210 Creditpunkten akkreditiert. Wir haben unterschiedliche Partner. Hochschulen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das sind die bei den internationalen Studiengängen ist es jeweils die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Bei der klassischen Wirtschaftsinformatik ist es die DHBW in Mannheim. Und die angewandte Informatik bilden wir gemeinsam mit der Hochschule in Worms aus. Genau, das einfach nur für diejenigen, die sich noch so ganz grob in der Orientierungsphase am Start befinden. Aber heute fokussieren wir uns auf alle Fälle auf die internationale Wirtschaftsinformatik, abgekürzt eBITE. Wir kürzen alles gerne liebevoll ab im Unternehmen. Und an der Stelle würde ich jetzt auch den Staffelstab an Felix übergeben. Feuer frei. Sehr gerne, vielen Dank. Genau deswegen nochmal Hallo von meiner Seite. Ich bin Felix, bin gerade im 6. Semester, also im letzten Ausbildungs- und Studiumsjahr im E-Byte-Programm. Und wenn wir einmal auf die nächste Folie gehen, dann sieht man, dass die Ausbildung und das Studium sich auf drei Säulen stützen. Und das sind zum einen der Lernortbetrieb. Da wird dann vertieft und erweitert alles, was ihr an Fähigkeiten braucht, um erfolgreich in der betrieblichen Ausbildungsstätte unter den ausgesuchten Betreuern arbeiten zu können. Die Hochschule ist die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Also dort werden alle theoretischen Kenntnisse vermittelt. Und in der zentralen Ausbildung gibt es dann auch noch einen tieferen Einblick in grundlegende Kenntnisse, die in der modernen Ausbildungsstätte und an den einzelnen Einsatzorten gebraucht werden. Dazu gibt es später noch einen Überblick, einen genaueren, was da für Inhalte behandelt werden. Und um so ein bisschen den Mix, aus dem das Studium besteht, zu erklären und zu erzählen, was darin vorkommt, weil das Wichtigste ist wirklich, dass in diesem dualen Studium die Mischung den Vorteil birgt. Und in den Theoriephasen an der Hochschule Ludwigshafen gibt es Vorlesungen zu Themen von der klassischen BWL bis hin zur Softwareentwicklung und das Ganze auch gehalten von sowohl deutschen Professoren als auch Professoren aus dem Ausland. Und die bringen alle sehr viel Praxiserfahrung mit, einfach da sie auch aus Firmen kommen, die hier in der Umgebung ansässig sind. Und ich gehe gleich noch ein bisschen auf die Inhalte der einzelnen Fächer ein. Die Praxisphasen sind die Phasen im Unternehmen, mit denen sich die Hochschule abwechselt. Und dort ist man immer in kleinere Teams eingebunden, also in verschiedenen Abteilungen, sodass man auch mehrere Bereiche des Unternehmens kennenlernt. Und da kann man zum einen im Informationsmanagement, also in IT-Abteilungen sitzen oder auch im Marketing und Vertrieb und natürlich auch in klassischeren, wirtschaftlicheren Einheiten, also im Controlling. Man muss aber auch nicht die Angst haben, dass man in Großraumbüros untergeht und nicht auffällt, sondern die Teams sind immer relativ klein gehalten. Die Leute wissen, was da für duale Studenten vorbeikommen. Und man fühlt sich auch relativ schnell immer integriert, selbst jetzt in den Praxisphasen, die Corona-bedingt online waren und man im Homeoffice die Zeit verbracht hat. Also man hat immer das Gefühl gehabt, dass man geschätzt wurde und dass man sofort in der Abteilung aufgenommen wurde. Was noch ergänzend zu der Theorie und Praxis, stattfindet, ist der Auslandsaufenthalt. Und der ist an der Chongqing-Universität in Shanghai in China. Und optional gibt es da auch immer einen Einsatz bei BASF Shanghai. Das ist also auch eine Praxisphase,
vergleichbar mit einem Praktikum bei BASF im Ausland. Und hier ist einmal der Zeitplan, wie sich dieses ganze Studium aufteilt. Das ist im Blocksystem, also meistens in 3 Monatsblöcken, dass ihr die Seminare an der Hochschule habt und die Vorlesungen. Und dann in den hier blau gestalteten Blöcken, das sind die Praxisphasen, also die Arbeitseinsätze. Studienstart ist in jedem Jahr zum 1. August und die Vorlesungszeiten sind natürlich geblockt für die Vorlesungen. Das heißt, den Urlaub nehmt ihr während der Praxisphasen. Und man sieht hier im 4. Semester, nachdem die Klausuren, die immer am Semesterende stattfinden, nachdem im 4. Semester also die Klausuren geschrieben sind, hat man die Praxisphase im Ausland und den Auslandsaufenthalt in Shanghai. Dazu gebe ich gleich auch noch ein paar Infos. Und wenn ich vielleicht noch so ein bisschen was einfach an persönlichen Eindrücken aus dem Studium erzählen kann dazu, dann ist wirklich zu sagen, dass man immer durch die vielen ausländischen Dozenten die Internationalität zu spüren bekommt und durch die Dozenten, die nicht nur aus dem theoretischen und akademischen Umfeld kommen, sondern auch selber wirklich manchmal beeindruckende Lebensläufe in anderen Unternehmen hatten, hat man das Gefühl, dass die Fallstudien, mit denen wir uns beschäftigen, großen Praxisbezug haben. Man sieht wirklich oft die Verknüpfung zwischen dem, was man theoretisch lernt für die Klausuren, zu dem, wie es dann im Arbeitsumfeld angewandt wird und wie Fähigkeiten und Kompetenzen, die man lernt, auch sicher vermittelt werden, sodass man die im Unternehmen anwenden kann. Und wir sind bei uns im Jahrgang zusammen mit der SAP, das ist das andere Unternehmen. Es gibt noch ein, zwei andere, die das Studium anbieten. Bei uns ist es einfach aufgrund des Angebots nur die SAP. Und das heißt, wir sind ein relativ kleiner Verbund in der Hochschule. Das ist vergleichbar mit der Klassengröße. Also wir sind 20 bis 30 Teilnehmer jedes Jahr. Und man hat dann wirklich auch das Gefühl, dass man persönlich viel mit den anderen Studierenden zu tun hat. Man kennt die Geschäftsführung und die Betreuung an der HWG sehr gut und es wird immer darauf geachtet, dass man im regen Kontakt steht. Man arbeitet aktiv mit in den Vorlesungen und man verschwindet nicht so in der Menge, wie das jetzt vielleicht im Vollzeitstudium und im großen Audimax wäre, wo man mit 200 anderen Studierenden in einem Raum sitzt und das Gefühl hat, dass die Dozenten nicht mal wissen, dass man Teil der Gruppe ist. Und die Vorlesungen sind deswegen auch überhaupt kein klassischer Frontalunterricht, in dem man nur zuhört, sondern es gibt oft Praxisseminare, in denen man Gruppenarbeiten erstellt, ob das jetzt Präsentationen sind oder auch Projektarbeiten, zum Beispiel kleinere Programmierprojekte. Das ist alles wirklich spannend. Es unterstützt von Unternehmen, die vorbeikommen. Und die Leistungsnachweise, die sind auch in der Form, dass es zum einen schriftliche Klausuren gibt, dann in anderen Fächern mündliche Klausuren oder auch Projektabgaben, die man während des Semesters bearbeitet. Und so ist man nie einfach nur an eine Bulimie-Lernphase gebunden, sondern man hat das Gefühl, dass man über das Semester verteilt die wichtigen Aspekte lernt und dass meiner Meinung nach sich das Wissen dann auch deutlich besser festigt, wenn man in Projektarbeiten zusammen die Kenntnisse erwirbt, die benötigt werden. Als nächste Folie ist einmal ein kleiner Überblick, wie sich die Studienfächer aufteilen. Und hier sieht man, dass der Großteil, also ca. 60%, IT-Fächer sind. Und das ist wirklich die IT-Grundlagen und ersten Basics in Programmiersprachen wie Java oder Python bis hin zur Softwareentwicklung, wo es eher um den Projektaspekt geht. Also wie wird Software entwickelt? Welche Rollen kann man übernehmen in Teams oder auch Themen wie E-Business und Business Intelligence, also Themen, die in der Industrie 4.0 gerade auf dem Vormarsch sind. Und das Ganze wird immer ergänzt durch aktuelle Fallstudien. Wir hatten jetzt im letzten Jahr viel auch zu Auswirkungen von der Covid-Pandemie auf zum Beispiel Logistik-Lieferketten und haben dazu spannende Arbeiten erstellt. Und Logistik ist auch Teil der BWL-Fächer, die das Studium ergänzen.
wo wir auch klassischere Themen wie Rechnungswesen oder Recht finden. Ich fand ganz spannend die Seminare zu Marketing und Vertrieb. Und in Forschungsseminaren schreibt man Seminararbeiten, also das wissenschaftliche Arbeiten, kriegt man beigebracht, was einen auf die Bachelor-Thesis, die ich jetzt gerade auch schreiben darf, vorbereitet. Und natürlich haben wir auch noch Englisch als Fach und die mathematischen Fächer, also Mathematik, Statistik, die das Ganze abrunden. Und ich habe jetzt vorhin viel zu den Erfahrungen in der Universität erzählt. In der Praxis sieht es so aus, dass man am Anfang oder vor der Praxisphase den Ablaufplan erhält. In welcher Abteilung bin ich für den nächsten Praxiseinsatz? Und die Abteilungen, die sind auch so von der Ausbildung eingeteilt, dass man einen sehr breiten Einblick ins Unternehmen bekommt. Ich war ganz am Anfang in einer der Academies. Das ist quasi eine Lerneinheit. Also es werden Lerninhalte erstellt, Videokonferenzen abgehalten, Kundenevents dort vor Ort auch mitgestaltet. Oder im Informationsmanagement habe ich mit großen Datenmengen zu tun gehabt, habe dort VBA-Programmierung vorgenommen mit den Kollegen zusammen, um Daten zusammenzufassen und bereitzustellen. Die kamen aus dem, bei mir in der Praxisphase, aus dem Supercomputer, den die BASF hat, dem Curiosity. Und man hat wirklich immer spannende Einblicke und vor Ort in den Praxisphasen den sogenannten Betreuer vor Ort. Das heißt, eine Person ist dafür zuständig, einen während dieser 2 bis 3 Monate persönlich zu betreuen. Und dadurch wird dieser Einsatz im Team recht familiär. Also man hat immer das Gefühl, dass man wertgeschätzt wird. Man wird auch in anspruchsvolle Aufgaben eingebunden, einfach weil da auch die Erwartungshaltung der Abteilungen so ist. Hey, da kommt jemand, der hat praxisnahen Bezug in der Hochschule. Und das Programm ist so lange etabliert schon, also das BIP-Programm, wo der eByte Teil von ist, ist mittlerweile 25 Jahre alt, dass man nicht nur das Netzwerk in den Abteilungen sich aufbauen kann und viel Kontakt dort hat, sondern dass man auch immer wieder sieht, hey, da ist jemand, der hat vor 2 oder 5 Jahren das gleiche Studium gemacht wie ich. Die Leute wissen, was man für Anforderungen erfüllt und man fühlt sich wirklich relativ schnell als Teil der BASF und nicht nur als Praktikant, der von außen für 2 Monate mal einen kleinen Einblick bekommt. So. Und damit gebe ich dann auch wieder zurück an Frau Koll. Genau, ich übernehme einfach nochmal den Part. Ja, was machen wir in der Zeit? Ausbildung flankieren zu all dem, was natürlich theoretisch an der Hochschule vermittelt wird und was am Lernort Betrieb vor Ort in den Einheiten gelehrt wird, gibt es natürlich ganz viele andere Themen, die für uns auch noch wichtig sind. Und in der zentralen Ausbildung kümmern wir uns natürlich erstmal federführend darum, dass alle richtig einen guten Start hinlegen können. Also sprich, die Einführung ins Unternehmen ist natürlich nicht ganz unwichtig. Da geht es uns darum, dass sich alle Studierenden erstmal kennenlernen, mit der ganzen Organisation und der BASF-Infrastruktur warm werden. Natürlich sind aber auch Themen wie Sicherheitsfragen nicht ganz unrelevant. Unser Verhaltenskodex, sprich die Compliance-Regularien, werden erstmal auch gemeinsam durchgearbeitet. Themen wie Informationsschutz kommen dran. Also man kriegt am Anfang erstmal ein ganz großes Paket an Informationen, was einem hilft, sich zu orientieren und sich dann auch im Unternehmen zurechtzufinden. Und wenn dann auch alles richtig losgegangen ist, dann kommen natürlich weitere Seminare und Schulungen dazu. Zum Beispiel organisieren wir für alle unsere Studierenden ein Teamkompetenztraining oder auch ein Kommunikationstraining, wo es darum geht, an der Rhetorik zu feilen, einfach auch an der Präsentationstechnik noch ein bisschen zu arbeiten. Genau. Und darüber hinaus organisieren wir für alle im kaufmännischen und IT-Bereich auch immer einen Schnuppereinsatz in der Produktion, weil wir es ganz wichtig finden, dass jeder auch mal, ich sag's mal, an der Front war und ein Gefühl dafür entwickelt, wie sich's anfühlt, wenn was hergestellt wird, wie das so ist in der Produktion. Und wir sollten alle wissen, womit wir jeden Tag unser Geld verdienen. Genau.
Darüber hinaus organisieren wir immer auch regelmäßig Wissenstransferveranstaltungen. Quasi im Rahmen einer jeden Praxisphase kommen zum Ende alle Studierenden zusammen und erzählen sich einfach dann auch nochmal gegenseitig, was haben sie so erlebt, was haben sie an Know-how und an Kenntnissen dazu gewonnen, welche Einblicke haben sie bekommen. Und das teilen wir untereinander, um eben den Blick ins Unternehmen auch ein bisschen für alle breiter zu machen. Genau, der nächste Punkt der Entwicklungsgespräche, da geht es darum, dass wir unsere Studierenden wirklich auch sehr engmaschig im Hintergrund begleiten und immer auch so im Blick haben, Mensch, wie entwickelt sich jeder Einzelne? Jeder hat ja sehr individuelle Durchlaufstationen und jeder hat aber auch ganz individuelle Stärken und Neigungen. Und um das eben auch in die richtige Richtung zu fördern, zu pushen oder eben auch mal die ein oder andere Schwäche noch auszubügeln, da sprechen wir einfach regelmäßig und haben da zentralen Blick drauf, damit am Ende jeder gut ins Ziel kommt. Ja, die Highlights, da wird aber Felix gleich noch ein bisschen was zu sagen, sind natürlich der zentral organisierte 4-monatige Auslandsaufenthalt in Shanghai an der Chongqing University. Und was definitiv auch betonenswert ist, sind die zusätzlichen Masterkursmodule, die wir da einfach noch auch on top zu den Standardmodulen an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Lu finanzieren und organisieren. Ja, wie sieht's aus mit der IT? Gerade bei der internationalen Wirtschaftsinformatik ist es natürlich das Grundhandwerkszeug. Sprich, all unsere Studierenden sollten relativ zu Beginn schon fit gemacht sein im Umgang mit dem Office-Paket. Da gehören solche Klassiker wie Word und PowerPoint dazu. Aber insbesondere Excel ist natürlich ein Thema. Da braucht es dann schon auch ein bisschen vertieftes Know-how. Und da haben wir eben verschiedene, Module, die wir organisieren, sodass das aufeinander aufbaut. Der Umgang mit Collaboration Tools, wie jetzt zum Beispiel mit so einer Videokonferenz-Software wie Webex oder mit Teams, ist elementar. Dass man Outlook damit umgehen kann, ist auch ganz, ganz wichtig. OneNote als Dokumentation und Wissensteilplattform ist wichtig. SharePoint, Yammer, das ist so, ich sage immer, das Facebook innerhalb der BASF. Gehört alles mit ins Paket. Und on top gehören natürlich aber auch grundlegende Kenntnisse erstmal in Programmierung. Und da gibt es ganz zu Beginn dann auch erstmal eine längere Java-Schulung. Das sind aber auch im Portfolio Themen wie Netzwerktechnik-Seminare, 2 Stück sogar, und auch eine Learning Journey, wo es darum geht, gemeinsam mit Kollegen der BASF Digital Solutions Einblicke in agile Arbeitsmethoden zu bekommen. Ja, und jetzt übergebe ich wieder an Felix. Moment, der Ball kommt. Ja, Wenn es ums und Ausland geht. genau, das Auslandssemester ist nämlich einer der Aspekte, die das Studium so einzigartig machen. Das ist ein 2,5-monatiger Studienaufenthalt an der Chongqing-Universität in Shanghai, in China, wie ich eingangs bemerkt hatte. Und dort habt ihr dann Vorlesungen in E-Business, Business Intelligence, Supply Chain Management und auch nebenher Projektarbeiten und Firmenbesuche. Anschließend sind dann diese 6 Wochen für die praktische Mitarbeit, also den Praxiseinsatz bei der BASF Shanghai in China. Und während des Aufenthalts kommt man unter im Guesthouse der Chongqing-Universität. Und die komplette Auslandsorganisation, das ist vielleicht wichtig zu sagen, wird sowohl wie die Kosten für die Reise, Unterkunft und Vorbereitung von BASF auf sich genommen. Also die Unterstützung ist zu 100% da. Und dann muss man auch fairerweise dazu sagen, dass mein Jahrgang natürlich jetzt im letzten Jahr nicht Covid-bedingt in Shanghai war. Allerdings wird dann da auch alles dafür getan, dass es Ersatz gibt, damit das Studium nicht in Gefahr gerät. Wir waren eingeschrieben an der University of West Florida und hatten dort Online-Vorlesungen in den gleichen Fächern, die in Shanghai gehalten oder gegeben werden würden. Und dadurch hat man auch die ausländischen Credits und durchgehend garantiert bekommen, dass die Regelstudienzeit eingehalten wird und man nicht irgendwie gucken musste, ob es jetzt irgendwie möglich noch in Deutschland die Ersatzveranstaltung gab. Aber was vielleicht noch ganz interessant ist aus den Vorjahrgängen,
ein paar Eindrücke, wenn es denn dann jetzt bald wieder zur Normalität wird, dass man in Shanghai auch den Auslandsaufenthalt genießen kann. Und hier sieht man direkt eingangs einmal das Bild aus der Universität. Das ist auch der gleiche Klassenverbund, also die gleiche kleine Größe wie in Ludwigshafen an der Hochschule. Hier ist noch ein Bild von der Gruppe von den 2016ern am Bund in Shanghai. Das ist quasi der Stadtring, der auf allen Skyline-Fotos immer zu sehen ist. Und neben den Vorlesungszeiten gab es natürlich auch ganz viele Chancen, Freizeitveranstaltungen und die Kultur in China zu entdecken. Hier ist einmal ein Kochkurs, bei dem Dumplings, also chinesische Teigtaschen, gekocht wurden. Oder auch die Gruppe auf der chinesischen Mauer. Und unten rechts sieht man noch einmal das Guesthouse. Da hat jeder sein eigenes Zimmer und ist direkt am Campus, fußläufig zu den Vorlesungsräumen und zu den ganzen 7-Eleven-Shops, also die rund um die Uhr aufhaben, dass man die fußläufig erreichen kann. Aber auch in Ludwigshafen hat man nicht nur Vorlesungen und muss sich durch Prüfungen arbeiten, sondern dadurch, dass die Gruppe so klein ist und man mit allen persönlich Kontakt hat, ist es wirklich ein zusammengeschweißter Verbund an Leuten, mit denen man auch privat relativ viel zu tun hat natürlich. Und es werden Veranstaltungen wie zum Beispiel der Besuch vom TSG Hoffenheim, da haben wir uns das Research Lab angeguckt, durchgeführt. Oder hier ein Brauereibesuch bei der Welde Brauerei. Und neben dem Studium haben wir auch letztes Mal als jüngster Jahrgang, weil der das immer organisiert, ein Fußballturnier auf die Beine gestellt. Da geht es dann nicht nur in den aktuellen Jahrgängen gegeneinander im Wettbewerb an, sondern neben Kaltgetränken und ein bisschen was zu grillen, kommen auch viele Alumni vorbei. Dadurch, dass die Netzwerke, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte, gut miteinander kommunizieren und man immer in Kontakt ist, auch mit ehemaligen Studenten. Also die HWG bietet einiges on top, seien es jetzt Auslandserfahrungsaustausche mit den Jahrgängen drüber in Abendveranstaltungen oder eben die privaten Aktionen. Dadurch, dass man so gut mit den anderen immer zu tun hat, ist da vieles, was das Studium wirklich auch ja, studierenswerten macht, finde ich, und ich habe es zu keiner Zeit bereut, mich dafür entschieden zu haben. Und vielleicht auch noch als Anreiz die nächste Folie, die dann Frau Kolb wieder übernimmt. Genau. Wer fleißig studiert, der hat natürlich auch verdient, dass am Ende des Monats ein entsprechender Betrag auf dem Konto landet. Gerade dann, wenn man auch ein bisschen die Selbstständigkeit nach vorne pushen will. Dazu gibt es natürlich zum einen die Ausbildungsvergütung und die startet im ersten Ausbildungsjahr mit 993 Euro und steigert sich bis ins dritte Ausbildungsjahr auf 1.163 Euro. Das ist jetzt rein und allein die Vergütung. Da kommen noch ganz viele Benefits on top und wichtig ist da auch immer im Blick zu haben, dass am Ende des Jahres meistens eben nicht nur meistens, also grundsätzlich nicht nur 12 Gehälter überwiesen worden sind, sondern wenn man das mal hochrechnet, landet man mal locker bei 12 bis 13, bei 13 bis 14, Versprecher. Genau. Wenn wir aber auch gerade so bei den Zahlen sind, interessant ist, glaube ich, auch noch, was verdiene ich, wenn ich meinen Abschluss in der Tasche habe? Und da wird man als Bachelor-Absolvent erstmal eingestuft mit einer Eingruppierung in E11 und es startet mit 4.056 Euro. Was gibt es noch für Benefits on top? Ich habe es gerade schon erwähnt, da kommt so einiges zusammen. Es geht los von einem Urlaubsgeld, was es einmal im Jahr gibt, von 700 Euro. Ganz soliden Posten, macht aber eben auch nochmal die sogenannte Jahresprämie aus, also im Volksmund auch ganz gerne Weihnachtsgeld genannt. Da kann man nochmal eine volle Vergütung einstreichen. Für diejenigen, die mittags in der Kantine essen gehen, gibt es einen Essensgeldzuschuss. Für alle diejenigen, die entsprechende Fahrtickets benötigen, beispielsweise, weil sie ursprünglich mal von weiter weg hierher nach Ludwigshafen gezogen sind, auch da gibt es entsprechenden Support und auch zum Teil sogar noch weitere freie Tage on top zu den 30 Tagen Urlaub, die man hat. Es gibt Büchergeldzuschüsse. Wir übernehmen die Anmeldegebühren für TOEFL oder GMAT-Tests, wenn man die machen möchte, weil man zum Beispiel noch einen Anschlussmaster plant.
Es gibt natürlich das Angebot, sehr günstig auch an diesen WG-Angeboten teilzunehmen. Da haben wir vorhin, glaube ich, auch schon einen ersten Anriss gemacht. Genau, da gibt es ganz, ganz tolle Optionen. Und on top kommt natürlich einiges in Richtung betriebliche Altersvorsorge, was auch nicht zu vernachlässigen ist. Oder wenn man Interesse hat, auch schon frühzeitig in BASF-Aktien zu investieren, dann gibt es zu sehr guten Konditionen Plus-Aktienpakete. Beispielsweise. Ich glaube, dann habe ich mal so das Wichtigste genannt. Da kommt noch ganz viel anderer Kleinkram on top, aber das sind, glaube ich, schon so Zugpferde, die einen auch durchaus überzeugen. Genau, wenn man den Bachelorabschluss in der Tasche hat, wie geht es dann weiter? Die Frage stellen sich viele oder eigentlich ja, alle unsere Absolventen und dann ist die große Entscheidung, ja, mag ich den Direkteinstieg im Berufsleben direkt machen oder ziehe ich durch und lerne direkt mal noch ein bisschen weiter und setze direkt noch einen Master on top. Und da tickt wirklich jeder ganz unterschiedlich. Die einen verschlägt es wirklich nochmal in die Welt, die machen dann noch entweder ein MBA oder ein anderes Masterprogramm und wiederum andere sagen, oh, pff, mit Lernen reicht jetzt erstmal. Ich will jetzt hands-on in der Praxis machen und da Gas geben. Die steigen dann einfach in den Wunschberuf auch entsprechend ein. Man kann natürlich auch beides ganz gut verbinden. Es gibt immer auch die Option zu sagen, ich steige in der Praxis ein und gucke dann einfach nach einer gewissen Zeit, ob es nicht irgendwie auch noch Sinn macht, ein berufsbegleitendes Masterprogramm zu durchlaufen. Und auch da gibt es ganz tolle Angebote, dass man das zum Beispiel an einem Tag in der Woche, nachmittags oder abends macht, in Kombination mit Vorlesungen, die man dann noch samstags besucht. Ja, der beruflichen Karriere sind quasi keine Grenzen gesetzt. Da gibt es ganz, ganz viele Optionen. Welche Einstiegsmöglichkeiten und Joboptionen gibt es tatsächlich dann auch in der Praxis, wenn ich den Bachelor in der Tasche habe? Im Moment passiert wahnsinnig viel in Richtung Digitalisierung. Da bewegt sich das Unternehmen im Moment rasant nach vorne. Dementsprechend gibt es ganz viele Projektteams, die sich da mit bestimmten Themenstellungen befassen. Und da sind unsere E-Bytes natürlich super gefragt, genauso wie im Innovation Management oder auch dann, wenn es darum geht, Business Intelligence Lösungen zu stricken. Ne? Was kann ich mit welchen Daten anfangen, um mein Geschäft intelligent weiterzuentwickeln? Wer Lust hat und da auch ein Händchen für hat, steigt in die Beratung ein. Aber wir haben auch den einen oder anderen, der im IT-Einkauf aktiv wird. Immer wieder auch der Klassiker, dass man einsteigt im Information Management, wenn es darum geht, die Kollegen in den Unternehmensbereichen im Hinblick auf IT-Fragestellungen zu betreuen. Wer gerne programmiert, landet in der Anwendungsentwicklung. Aber es gibt auch ganz klassische, ja, kaufmännische Funktionen, wie jetzt im Controlling oder dass man zum Beispiel für ein bestimmtes Produkt Key Account Manager wird oder für einen bestimmten Kunden eben der zentrale Ansprechpartner wird. Learning Management steht noch auf der Liste, aber das sind wirklich ganz, das ist ein kleiner Ausschnitt an wahnsinnig vielen Möglichkeiten, die sich einfach in so einem Großunternehmen ergeben. Ja, und wenn ich es nochmal zusammenfasse, diejenigen, die jetzt so mit uns am Start sind, die stellen sich bestimmt die Frage, ist das was für mich? Und an der Stelle solltet ihr euch einfach auch fragen, ne? Bin ich motiviert und ideenreich? Verfüge ich über ein gutes, logisches Denkvermögen? Habe ich Spaß, auch wenn es darum geht, so technische Probleme zu analysieren? Im Idealfall habe ich vielleicht sogar mich schon mal auch ausprobiert in Programmiersprachen oder bastel gerne am PC. Also wenn man so alle Themen rund um die IT, wie zum Beispiel Webentwicklung und IT-Security spannend findet, dann ist man, glaube ich, schon ganz, ganz gut aufgestellt. Wenn man noch dazu im Team gerne arbeitet, auch keine Scheu hat, in Englisch zu kommunizieren, offen ist für Neues und einfach da Lust hat, die Zukunft aktiv mitzugestalten, dann würde ich sagen, Volltreffer, it's a match. Dann nix wie los und die Expressbewerbung ausfüllen, weil dann passt es, glaube ich, ganz gut. Und dann freuen wir uns auf alle Fälle auf die Bewerbungsunterlage und sehen uns vielleicht demnächst sogar schon im Rahmen vom Auswahlverfahren wieder. Ja, und wie das Auswahlverfahren läuft, da möchte ich auch noch ganz kurz einen Blick drauf werfen, nämlich was wichtig ist. Viele stellen sich die Frage,
Muss ich mich neben der Bewerbung bei der BASF dann auch noch bei der Hochschule irgendwie drum kümmern, dass mir der Studienplatz sicher ist, oder muss ich da zittern, ob ich den überhaupt kriege? Und da können wir die Angst direkt nehmen. Die Hochschule vertraut uns dahingehend, dass sie sagt, wenn die BASF ihre Auswahl an Kandidaten getroffen hat, dann sind es schon die richtigen. Sprich, die stellen uns ganz sicher die Plätze zur Verfügung. Und wir übernehmen quasi für diejenigen, die eine Zusage haben, die Anmeldung dann auch an der Hochschule. Genau, und zum Auswahlverfahren selbst, vielleicht hat der ein oder andere das heute Morgen auch schon ein bisschen näher verfolgt in anderen Webcasts. Das funktioniert einfach wie folgt, dass ihr zunächst erstmal online eure Expressbewerbung abschickt. Da müsst ihr noch gar nicht viel mitschicken, sondern echt nur erstmal euren Namen, eure E-Mail-Adresse, euer Alter eintragen und für welchen Beruf ihr euch interessiert. Und dementsprechend bekommt ihr dann von uns einen Link zugesendet zum Online-Test, den ihr dann von zu Hause aus absolviert. Das dauert so circa 20, 30 Minuten. Und wenn ihr das erfolgreich geschafft habt, dann bekommt ihr eine Testeinladung zum Eignungstest vor Ort. Und wenn auch der erfolgreich absolviert ist, dann sehen wir uns irgendwann wieder im Video-Interview wahrscheinlich. Die aktuellen Formate sind tatsächlich noch digital. Wir können es im Moment noch nicht in Präsenzform wieder am Standort machen. Ja, und last but not least, einfach nochmal zusammengefasst, es gibt wahnsinnig viele Gründe fürs duale Studium, wie ihr gerade schon gehört habt. Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis ist natürlich mit das Zugpferd. Das Tolle ist auch, ihr habt im Intensivstudiengang schon 210 Credits in 6 Semestern erworben. Ihr habt euch toll vernetzt mit Profis. Ihr habt frühzeitig so viele Einblicke in der Praxis bekommen, dass ihr dann auch, wenn es darum geht, später Berufsoptionen für euch abzuchecken, schon relativ klar wisst, wohin für euch die Reise gehen soll. Ihr wisst, was euch Spaß macht und welche Themenfelder euch vielleicht nicht so reizen. Ihr habt erleichterten Einstieg in den Anschlussmaster, aber natürlich eben einen wahnsinnig breiten Strauß an Einstiegsmöglichkeiten nach dem Abschluss. Und all das bei, ja, 3 Jahren guter Vergütung. Ich glaube, das sind Faktoren, die sprechen für sich, und viel mehr Werbung wollen wir dann auch gar nicht mehr machen. Und kommen dann ja quasi zum Schluss. Ich sage nur, E-Byte birgt das Beste aus 2 Welten. Zögert nicht, wenn ihr euch heute so ein bisschen wiedererkannt habt, dann schickt uns eure Bewerbung. Die Eingangskanäle sind seit dem 1. Mai offen. Und wer zuerst kommt, mal zuerst, je früher, je besser. Es gibt keinen Bewerbungsschluss in dem Sinne. Wir sind erst dann fertig mit der Bewerberauswahl, wenn wir die passenden Kandidaten gefunden haben.